Liebe rechtssuchende Bevölkerung, hier spricht wieder Ihr Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder. Wir haben heute den 17.03.2021. Es waren wieder spannende Tage. Am Montag war ein Kamerateam da vom ORF, vom Report-Team, und die waren eine Stunde da und haben mir zahlreiche Fragen gestellt. Und ich habe diese Fragen, so gut es gegangen ist, beantwortet. Gestern am Dienstag ist dann die Sendung ausgestrahlt worden. Es ist ungefähr ein 10-minütiger Beitrag gewesen von meiner Stunde an Antworten und Stellungnahmen. Ist, glaube ich, ein einziger Sager gesendet worden. Das ist der Grund, warum ich mich jetzt hinsetze und für Sie ein Video mache, weil Sie vielleicht wissen wollen, was ich alles noch sonst von mir gegeben habe und was nicht gesendet worden ist. Wie gesagt, dem ORF-Team ein Danke, dass mir die Möglichkeit gegeben worden ist, meinen Standpunkt darzulegen. Gesendet worden ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil davon, der halt in das, sage jetzt einmal, Sendekonzept hineingefallen ist. Und ich sage Ihnen jetzt die Fragen, die ich in der Vorbereitung bekommen habe und im Wesentlichen gestellt bekommen habe und was ich im Wesentlichen dazu gesagt habe. Erste Frage: Was ist der Ziel vom ACU? Der ACU, das ist der Außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss Österreich. Ich bin von diesem Ausschuss Gründungsmitglied und ich habe sinngemäß gesagt, dass der Zweck dieser Vereinigung ist, dass eben das Parlament sich mit den Corona-Maßnahmen nicht ausreichend auseinandersetzt und daher eine Vereinigung von Ärzten, von Rechtsanwälten, von Wissenschaftlern sich mit den Corona-Maßnahmen auseinandersetzt und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen möchte für die breite Bevölkerung, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Demokratie und den Rechtsstaat hochzuhalten, dass wir uns um die Grund- und Freiheitsrechte kümmern und die Wahrheit und die Wissenschaft hochhalten. Dass wir eben Inhalte per Video oder per Unterlagen der Bevölkerung zur Verfügung stellen wollen, Informationen, die sie halt nicht so leicht bekommen. Zweite Frage: Was ist Ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung? Welche sind gerechtfertigt, welche Maßnahmen und welche nicht? Da habe ich sehr weit ausgeholt. Ich habe sinngemäß gesagt, dass es schon bedauerlich ist, dass ungefähr 22 Verordnungsteile und Gesetzesteile vom Verfassungsgerichtshof mittlerweile aufgehoben worden sind. Ich gehe davon aus, dass in dieser Session noch ein paar dazukommen werden. Ich habe gesagt, dass es bedauerlich ist, dass der Gesetzgeber das Nadelöhr des Erlaubten immer enger macht. Also Sachen, die vor einem Jahr noch problemlos möglich gewesen sind, sind jetzt unter Strafe gestellt. Dass wir jetzt schon 12 Monate Lockdown haben, in schwerer Form oder mittlerer Form oder in leichter Form, und dass es Zeit wäre, diese Corona-Maßnahmen zurückzufahren, vielleicht noch ein paar aufrechtzuerhalten zum Schutz der wirklich gefährdeten Bevölkerungsteile, aber im Wesentlichen wieder der Wirtschaft Möglichkeit zu geben, Luft zu bekommen. Und ich habe hingewiesen auf die gigantischen Kollateralschäden für Österreich, dass auf die gesundheitlichen Schäden, auf die wirtschaftlichen Schäden, auf die kulturellen Schäden und auf die sozialen Schäden, die man nach einem Jahr Corona-Lockdown-Maßnahmen haben. Die nächste Frage war, warum ich dieses Engagement überhaupt zeige und was der Sinn dahinter ist. Ich habe dazu gesagt, dass es mir darum geht, den Schaden für die Bevölkerung, der eh schon da ist und der eh schon gigantisch ist, möglichst klein zu halten und zu minimieren. Dass es mir darum geht, die Alten zu schützen in den Alten- und Pflegeheimen und im Krankenhauswesen, die Kinder zu schützen in den Schulen. Und das ist im Wesentlichen die Motivation von mir als Rechtsanwalt, der Rechtsanwälte für Grundrechte, als Mitglied des Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses Österreich. Und in diesem Sinne habe ich das beantwortet.
Die letzte Frage, und das war dann offensichtlich die Frage, die vom ORF am meisten interessiert hat, ist auch zum Schluss gekommen, wo man dann schon ein bisschen entspannter ist. Wie beurteilen Sie die diversen Proteste der vergangenen Wochen? Dazu, wie gesagt, dass es ein starkes Zeichen der Demokratie ist, wenn da 5 oder 10 oder 20 oder 30.000 Leute auf die Straße gehen. Gleiches gilt auch für die Stellungnahmen zu diversen Gesetzesvorhaben, zum Maßnahmengesetz und zum Epidemiegesetz von 35.000 Stück. Also wenn sich da so viele Leute die Mühe machen, dass das anerkennenswert ist, dann habe ich gesagt, dass ich das nicht so lustig finde, wenn da Leute, die am Nachhauseweg sind von einer angemeldeten Demonstration, dabei behindert werden, indem alle Brücken gesperrt werden über den Donaukanal, dass sie dann in einen Kessel geleitet werden und man die dort aufschreibt und abstraft. Dann ist mir noch die Frage gestellt worden, was ich dazu sage, dass da irgendwelche rechten Leute auch mitdemonstrieren. Da habe ich dann sinngemäß gesagt, dass ich mir stundenlang die Videos angeschaut habe und die Livestreams mir angeschaut habe und mir diese rechten Leute nicht aufgefallen sind, dass ich davon ausgehe, dass 99% der Leute, die dort demonstrieren, Leute sind wie Sie und ich oder wie der Reporter und dass sich die ernsthaft Sorgen machen um Demokratie und Rechtsstaat und sie sich allenfalls vor den Corona-Maßnahmen mehr fürchten als vor einem Virus. Das war es im Wesentlichen, was ich rübergebracht habe. Mir war klar, dass ein 10-Minuten-Beitrag nicht allzu viel von mir gesendet wird. Ich habe mir gedacht, aufgrund meiner Erfahrungswerte, 2, 3 Sager werden es wohl sein. Es ist dann ein einziger Sager geworden. Auch das Gesamtkonzept von der Sendung eben versuchen darzustellen, dass dort seltsame Leute demonstrieren, Rechte demonstrieren, war offensichtlich der Sinn von dem ganzen Beitrag oder das, was dahinter gestanden ist. Und meine Conclusio aus diesem Erlebnis, eben Interviewanfrage vom ORF und dann ein stundenlang interviewt werden und dann einen Sager senden mit diesem Beitrag, ist, dass ich wahrscheinlich in der Zukunft eher mich von den Leitmedien einladen lasse, wenn es um einen Live-Bericht geht, wenn es mal eine Live-Diskussion gibt, da kann man nichts herausnehmen und irgendwas dann senden, dann wird das alles 1:1 gesendet und die Bevölkerung kann sich eben ein Bild machen. Das ist, wie gesagt, meine Erfahrung. Ich bin froh, dass ich sie gemacht habe, aber wie gesagt, ich bin jetzt seit 21 Jahren Anwalt und ich bin der Auffassung, dass ich immer noch jeden Tag und jede Woche dazu lerne. In diesem Sinne war das halt wieder eine Lehrstunde, richtiger Umgang mit den Medien. Ich wünsche einen schönen Abend und hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können von dem, was nicht gesendet wurde. Auf Wiedersehen.